Freunde, als professioneller Schlittenfahrer kann ich euch nur eins sagen. Viel auf Basteln. Dankeschön. Mein RTL! Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich habe ja schon beim letzten Vlog gesagt, dass ich über Silvester nach Kosovo fliegen werde und wahrscheinlich einen Vlog machen werde. Und viele haben mir dann geschrieben, mach bitte einen Vlog, und ihr seht ihn jetzt auch. Auf jeden Fall war ich noch nie über Silvester in Kosovo, deswegen findet dieser Vlog jetzt hier statt. Und ich werde wahrscheinlich zwei Vlogs draus machen, weil ich noch Skifahren werde. Und ich war noch nie Skifahren, das kann ganz lustig werden. Und es wird dann zu lang werden, wenn ich daraus nur einen Vlog mache. Deswegen werden es wahrscheinlich zwei, vielleicht auch nicht, mal gucken. Und sehe ich dann beim Schneiden. Auf jeden Fall fahren wir jetzt nach Hannover zum Flughafen. Dann fliege ich wieder nach Skopje, um Geld zu sparen. Dann habe ich wieder einen Leihwagen gemietet. Fahre nach Pristin und dann sehen wir uns gleich in Skup. So, Freunde, angekommen am Flughafen. Und jetzt geht's weiter nach Skup. Wisst ihr, was ich noch nie verstanden habe? Wenn man fliegt, ne, und die Leute dürfen ins Flugzeug rein, stehen wirklich immer alle auf und warten dort eine halbe Stunde im Stehen davor. Ich bleibe immer sitzen und warte, bis ich rein darf. Weil dein Platz ist doch sowieso reserviert, den nimmt dir doch keiner weg. Wieso soll man dann eine halbe Stunde dort stehen? Ich gehe immer als Letzter ins Flugzeug rein. Versteh's aber nicht. So, Freunde, ich bin hier beim Newborn angekommen in Pristin. Ich habe nicht mal gevloggt vom Flughafen aus, weil, ey, so eine Story passiert einfach nur mir. Das muss ich euch erzählen, wenn ich in unserer Wohnung angekommen bin, von meinem Cousin. Sowas passiert einfach nur mir. Ich habe einfach so ein Reverse Karma. Ich tue was Gutes und mir passiert nur Scheiße. Ich weiß nicht wieso. Guten Morgen, Freunde. Jetzt geht's. Wo, wie heißt es nochmal, Ardit? In Burg. Oh. Viel Spaß, Freunde. Ich schneide wieder Hochzeitsmusik rein. Freunde, angekommen in Burg. Wir gehen aber nicht Skifahren. Das machen wir erst nach Silvester. Aber ich nehme euch trotzdem mal mit. Geil. Wir haben uns hier so eine Hütte gemietet für 20 Euro die Nacht. Jetzt gehen wir erstmal Schlitten fahren. Der Berg ist schon scheiße hoch. Ich bin Experte dafür, mich zu verletzen. Deshalb sehen wir uns gleich im Krankenhaus wieder. Aber ich am Arsch. Freunde, ich bin am Arsch. Das ist so anstrengend, hier mal wieder hoch und runter zu laufen. Und man ist so fucking schnell. Das Ding ist bestimmt 300 Meter lang oder so, die Bahn. Und immer wieder hoch und runter. Boah, ich kann nicht mehr. Halbe Stunde, nachdem wir uns fast umgebracht haben, ja, sind wir wieder auf der Piste. Okay. Lini. Carmen ist die Gang. Carmen ist die Gang. Carmen, Baby. Freunde, als professioneller Schlittenfahrer kann ich euch nur eins sagen. Viel auf Basteln. Dankeschön. So, Freunde, das war ein Tag in Burg. Ich habe einen geprellten Arsch. Auf jeden Fall ist es hier empfehlenswert. Schlitten gefahren, Finger fast gebrochen, Hintern ist blau. Und jetzt fahren wir wieder nach Pristin. Bis später. Scheiß mal an, Alter. Holy tits. Wieso ist das so gut ausgeleuchtet? Hier, jetzt erstmal gleich Chaborba essen bei Schaban. Und, Digga, was ist das denn? Holy shit, meine Freunde. Auf jeden Fall, Freunde, kommt nach Kosovo.
Winterweihnachtsland. Jetzt werden Chaboba gegessen bei Schaban. Die meinen das ja richtig ernst hier mit dem Weihnachtsmarkt. Der ist einfach 8-mal so groß wie in Celle oder in Hannover. Also was ist denn hier los? Richtig modern, meine Freunde, Kosovo. Das ist übrigens der Weihnachtsbaum aus Kevin allein zu Hause. Afrim und Bashkim, die feuchten Banditen, wollten klauen dieser Baum. Wir sind feuchte Banditen. Du bist einfach Badalo, Afrim. Mein RTL! Guten Morgen, meine Freunde. Ich habe ganz vergessen, den Vlog weiterzuführen, weil ich war halt mit Familie und so. Und dann ist es irgendwie komisch, wenn ich so eine Kamera raushole und rede. Die verstehen das sowieso nicht, die meisten, was ich eigentlich so im Internet mache. Freunde, ich habe ganz vergessen, die Geschichte mit dem Opa am Flughafen zu erzählen. Am Flughafen, als ich von Hannover aus nach Skopje geflogen bin, war da so ein Opa neben mir. Der saß neben mir im Flugzeug und der kam mir richtig alt vor. Also ich dachte, der wäre so 85 oder so. Und dann hat er so ein bisschen mit mir geredet, hat mich so angesprochen, ja, woher kommst du, wo fliegst du hin und so. Und ich meinte, ja, ich fahre dann nach Pristin von Skop aus, ich habe mir da ein Auto gemietet. Dann meinte er, kannst du mich mitnehmen? Ich meinte, ja, kein Problem so, ne, weil er tat mir halt leid. Ich meinte dann, kein Problem, ich nehme dich mit. Dann meinte er, aber verlang nicht mehr als 100 Euro von mir, dass du mich mitnimmst. Ich meinte, ich nehme kein Geld von dir, ich nehme dich einfach so mit, ne. Also nein, ich gebe dir Geld. Ich meinte, nee, ich nehme kein Geld, ich nehme dich mit, kannst mir einen Kaffee ausgeben oder so, ne. Dann passt das schon. Er meinte, okay. Dann sagt er, kannst du mich auch nach Mitrovic fahren? Da meinte ich so, ich kann nicht auch nach Tiran fahren, willst du mich verarschen oder was? Also, der wollte jetzt, wo er so gecheckt hat, also er kam mir erstmal vor wie ein alter Opa, so ein richtig armer Opa, aber das war er nicht. Und da meinte er ja so nach dem Motto, er hat so gecheckt, dass ich ihn umsonst mitnehme, kannst du mich auch noch nach Mitrovic fahren? Das heißt, ich fahre von Skopje eine Stunde nach Pristin ihn schon umsonst, dann von Pristin nochmal eine Stunde nach Mitrovic und wieder eine Stunde zurück nach Pristin. Das heißt, ich habe für einen eine Stunde Weg, hätte ich dann 3 Stunden gebraucht, bis ich quasi dahin, wo ich hin wollte. Und er dachte, ich fahre ihn da umsonst hin. Ich meinte dann so, ja, schreib irgendwem aus deiner Familie, dass die dich in Pristin abholen sollen. Ich fahre dich hin, wo du willst, aber weiter als da fahre ich dich nicht. Dann meinte er, ja, okay. Und dann irgendwann meinte er so, ja, ich miete mir einfach selbst ein Auto. Und dann hat er so gesagt, ja, ich habe voll viel Geld und sowas, aber das hat er ja nicht. Und meinte ich, okay, kein Problem. Falls du kein Auto findest, nehme ich dich trotzdem mit, weil Winterzeit, eigentlich sind alle Autos so ausgebucht. Ich habe mein Auto schon seit 3 Monaten gebucht. Dann waren wir unten aus dem Flugzeug draußen bei der Passkontrolle und ich war halt die ganze Zeit mit ihm so zusammen und auf einmal fängt er an, sich vorzudrängeln. Also, er drängelt sich einfach vor, aber wortlos, nicht irgendwie wütend oder so, er geht einfach so vor, als wäre es selbstverständlich und ruft mich dann noch so, komm mit mir so, ne? Und alle gucken mich so an und dachten, das wäre mein Opa und ich dann die ganze Zeit so, ich kenne den Mann nicht, ne? Und er hat sich einfach vorgedrängelt, dann haben wir uns irgendwann verloren und ich habe nur zu mir selbst gesagt, Gott sei Dank sehe ich ihn nicht mehr. Dann habe ich mein Auto abgeholt, habe da so alles bezahlt und unterschrieben. Und dann wollten wir zum Parkplatz gehen, um mein Auto zu holen mit dem Typen vom Rent-a-Car. Ratet, wer am Eingang des Flughafens auf mich gewartet hat. Der Opa. Nice. Dann dachte ich mir, ach komm her, nimmst du ihn mit. Ich nehme ihn mit. Dann hat er mir wieder so eine Geschichte erzählt, ja, die nehmen meine Kreditkarte nicht und keine Ahnung was. Dann meinte ich, ach komm, kein Problem, kommst du mit mir mit. Dann sind wir ins Auto eingestiegen und waren auf der Autobahn so 130 km/h. Und da bin ich richtig durchgedreht, ne? Da hat er auch ein bisschen Angst bekommen. Da bin ich richtig durchgedreht. Wir sind auf der Autobahn. Ich fahre 130 oder 140 ungefähr, ne? Und dann sagt er irgendwann zu mir, schalt in den 6. Gang. Ich sag, das Ding hat keinen 6. Gang. Er so, doch, doch. Dann hat er so den Knopf für die Lampe des Autos gesucht, hat sie nicht gefunden. Mitten auf der Autobahn macht er die Tür auf, damit die Lichter angehen, guckt auf die Kupplung und da stand er, also ganz unten rechts, ne? Und dann sagt er mir so, ja, siehst du, hat einen 6. Gang, macht die Tür zu, greift zur Kupplung und wollte in den 6., also in den Rückwärtsgang schalten. Hätte er das gemacht, wäre das Auto komplett auseinandergeflogen. Da habe ich so richtig laut geschrien, Mossebrek! Und dann hat er so richtig zusammengezuckt und da bin ich richtig durchgedreht. Ich meinte so, fass das noch einmal an, dann drehe ich richtig durch. Und dann hat er so ein bisschen Angst bekommen. Dann habe ich so Licht mit Handy angemacht, dann nimmt seine Brille, ich mach so drauf und sag so, Digga, da steht er so, ne? Dann hat er so gesagt, Entschuldigung, keine Ahnung was. Also der Typ, jetzt weiß ich auch, wieso der alleine gereist ist. Er war einfach komplett geisteskrank. Viel Spaß weiter mit diesem Vlog. Wir sehen uns in Podolje. Und dann war glatt und Auto machen so und ich machen so, aber Unfall. Grüße meine Family aus Podolje! Freunde, wir haben uns gerade mal wieder gefälschte Klamotten angeguckt. Den Stone Island Pullover haben ja viele in meinem Stream gesehen oder in meinen Fotos. 15 Euro Stone Island. Und nach dem Anzug habe ich gerade auch geguckt. Da gibt es einfach übelst geile Slim-Fit-Anzüge für ab 70 Euro in so einem Laden in Podolje. Ich brauche einen, weil ich ja bald nach Madrid fliege und dann muss ich erstmal ein geiles Foto im Professoranzug machen vor der Banknotendruckerei. Haus des Geldes, meine Freunde.
Gekauft habe ich mir noch nichts, weil ich kaufe mir mal erst am Ende alles. Weil ich keinen Bock habe, alles zu schleppen und das in meiner Tasche zu behalten. Nächster Laden, let's go. Freunde, kleine Tutorial. Ihr seid auf Straße. Einer sagt so zum Beispiel kleine Schwule. Kleine Beispiel auf Straße. Dann ihr sagt ganz normal, Entschuldigung, ich habe nichts gehört. Mal so. Vor Folge war das. Kleine Beispiel. Jetzt wir brechen Rekord. Wir brechen den Rekord mit einer Folge. Ganz einfach. So Leute, Freunde, nach der Silvesterfeier mit der Familie sind wir jetzt hier in Cherch und hier gibt es einfach Live-Musik, 1000 Lichter, ist einfach eine fucking Band. Die ganzen Clips mit der Familie werde ich wahrscheinlich nicht einblenden, weil ja, das ist dann doch zu privat. Mein RTL! Freunde, angekommen in Brazzaville. Jetzt wird erstmal Ski gefahren. Als wir auf dem Hinweg hierher waren, dachte ich, es gibt gar keinen Schnee, aber holy shit, sieht aus wie in irgendwelchen Filmen. Wir holen uns jetzt unsere Skiausrüstung und dann brechen wir uns das Genick. Freunde, angekommen ganz oben auf dieser Berg. Alles gebrochen. Ich habe mich schon beim Schlittenfahren fast umgebracht. Und jetzt Skifahren auf einer mittelgroßen Piste und ich habe keine Ahnung, wie ich runterkomme. Ich glaube, ich bleibe einfach oben, bis alles geschmolzen ist. Wo ist Patrick überhaupt? Der ist auch fast gestorben. Wir sehen uns unten, falls ich unten ankomme. So, Freunde. Kurzes Fazit nach 2 Stunden Skifahren. Ausländer haben offiziell auf Schnee und Eis nichts zu suchen. Ich habe mir gefühlt alles gebrochen. Ich bin komplett im Arsch. Aber war eine schöne Erlebnis, meine Freunde. Freunde, kurzes Fazit. Ausländer haben auf Schnee und Eis nichts zu suchen. Ich habe alles gebrochen. Die Deutschen fahren so wie Olympiameister. Da waren irgendwelche Deutschen, die ohne diese Stecker fahren 1000 km/h. Ich habe mich nach 3 Meter auf die Fresse gelegt. GoPros, wie so. Ey, hier, Alter, der fällt aufs Maul, Alter. Ich sag's. Also, ist wirklich schön, aber... Also, vielleicht komme ich wieder, aber... Deutsch, nee. Safe nochmal. Ich hab mir zu viel gebrochen, Digga. Ich habe mir schon beim Schlittenfahren alles gebrochen. Ich habe immer noch auf dem Rücken so eine Prellung, Digga. Ehrlich? Egal, das gehört dazu, Digga. Freunde, Brazzaville, wunderschön. Komm vorbei. Abonniert alle Petrit. Freunde, zurück in Pristin nach Brazzaville. Körper kaputt, alles kaputt. Da gönnen wir uns doch gleich eine leckere Waffel. Ja, auf jeden Fall gute Massephase. Ne? Patrick ist gerade Massephase, deswegen gönnen wir uns. Ich bin cool, ich rote 100 Kilo, ich sag's dir. Da kann ich mit meinen 70 Kilo leider nicht viel mitreden. Aber wir gönnen uns hier eine Waffel mit Erdbeere und eine Vanille. Einen auf den so, gesund. Ja. Man, so direkt rein, schmeißt du direkt rein, Digga. Man kriegt Reklame für Kosovo. Eine kriegen Kosovo. Freunde, weiter geht's mit dem Vlog. Ich bin gerade hier in Podoyev.
Es war mal wieder eine fette Fake-Klamotten-Shopping-Tour angesagt. Und ich habe mir noch einen maßgeschneiderten Anzug geholt. Für 170 Euro mit Schuhen, mit Hemden, mit allem. Maßgeschneidert. So, Freunde, wir sind jetzt hier in diesem Anzugladen. Ich habe einfach einen maßgeschneiderten Anzug bekommen. Für 170 Euro mit allem, mit Hemd, mit Krawatte, mit allem drum und dran. Eleganz in Podolier. Bester Laden. Ich bin ab jetzt hier Stammkunde. Auf jeden Fall, Lerimi, er ist nicht so. So rum. Kommt ihr auf jeden Fall vorbei in Podolier, bester Laden, ich bin ab jetzt Stammkunde. Ich bin ja nächste Woche in Spanien, übernächste, und da geht's zu einer Oper, einer Dragon Ball Oper. Da gibt's so Live-Musik und so, die spielen dann alles ab, was man in den Serien und so sieht. Und ja, dann sehen wir uns gleich in Pristin. So, Freunde, wir sind hier in Pristin, im Fitnessstudio 5 Star Dragodan. Ich muss ehrlich sagen, die Fitnessstudios hier sind echt nice. Ich bin in so einem Premium-Fitnessstudio in Deutschland und hier ist mein Privat-Personal Trainer. Auf jeden Fall sind die Fitnessstudios ja echt übelst nice, das hätte ich nicht gedacht. Hier gibt es so einen geilen Käfig. Das ist genau mein Ding, hier rumklettern mit eigenem Körpergewicht. Freunde, das war's mit dem Training. Ich bin im Arsch. Jetzt geht's nach Hause. Dann wahrscheinlich packen und morgen geht's leider für mich wieder zurück nach Deutschland. Und jetzt geht erstmal unter der Dusche, meine Freunde. Freunde! Willkommen zu dem Ende dieses Vlogs. Ich bin gerade hier im Auto und fahre nach Skopje zu meinem Flug, der in 2,5 Stunden ist. Ich bin relativ spät dran. Ihr seht hier ein paar letzte Bilder von Kosovo. Das war's mit dem Vlog, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß gar nicht, wie lang der wird. Der wird relativ lang, denke ich. Wenn ihr bis hierhin angekommen seid, schreibt mal in die Kommentare Deutsche Pass. Wir sehen uns beim nächsten Video nächsten Sonntag. Vielen Dank, meine Freunde. Und niemals vergessen, bring sie alle um. Dankeschön.